Leute, wir müssen es nochmal machen, weil das kriegen wir so in die Sendung nicht rein. Wir können nicht einfach. Aber das war doch lustig mit dem Christoph Waltz. Das wolltest du nicht drin lassen? Nein, weil wir nicht. Ja, dann legt es mir noch. Der bayerische Stern vom Kabaretthimmel Deutschlands, Monika Gruber. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr arbeitet ja schon gemeinsam. Wir haben gemeinsam ein Best-of gemacht. Wir haben uns gegenseitig unsere alten Sachen gezeigt. Genau. Mir hat es so graus, dass ich gesagt habe, bitte lass uns stattdessen ein Programm zusammen machen. Ich möchte nämlich von euch gleich mal wissen, was ein langer Einsteiger ist. Ein langer Einsteiger? Ein langer Einsteiger. Das Gegenteil von einem kurzen Aussteiger. Eine Warnung bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Passen Sie auf den Kopf. Steht dann, für lange Einsteiger bitte Kopf einziehen. Bus. Das kennt ihr. Habt ihr schon öffentliche Verkehrsmittel? Nein, nicht. Mit Leuterwagen. Wenn der Traktor vorbeikommt. Du kriegst eine Rollenplex-CD und darfst es ihm am Kopf haben, okay? Gut. Im ORF heißt das Sidolisieren. Also komm, mach. Sidolisieren. Ich bin geborener Enz, also nicht weit von dort geboren worden. Und ich weiß, es gibt sogar Straßenbahn und Busse und alles. Also das Einzige, ja, in Enz gibt es keinen Bus und keine Straßenbahn. Bus gibt schon. In Enz. Ja, kommt einmal in der Woche. Als kleiner Trost. Danke. So, also, das ist es leider nicht. Ich muss ja eh getröstet werden. Ich glaube, das ist. Naja, weil da drüben sitzt die neue Alte von meinem Ex. Worum geht's dir? Ja, entschuldige. Ist da etwas, Viktor, was wir nicht wissen? Na, sag's. Die spielen jetzt zusammen und der hat nicht. Weihnachten hat er nicht angerufen, zum Geburtstag hat er nicht angerufen. Du hast dich monatelang nicht mehr um mich gekümmert. Was erwartest du, wenn wir nur zweimal im Monat spielen? Was erwartest du da? Am kurzen Einstieg, da gehst du einfach rein und bist dort. Ja. Ich will bei uns fast mit der Böse über ein Böselwerk. Hör dir Pappen mit. Ich bin nicht da. Vorsichtig, meine Mama schaut zu. Ja, Entschuldigung. Ja. Seit wann spielt das eine Rolle, ob ihre Mama zuschaut? Die Schwiegermama? Moment, sag mal, habe ich wieder. Nein, wir haben nichts miteinander. Obwohl er das immer behauptet hier. Ja. Aber ich habe ihn dir nicht weggenommen. Ich habe ihn bei Wer will mich? Ich habe ihn geschenkt gekriegt. Ja, wirklich.